The applause, applause, applause. Give me that thing that I love. Put your hands up, make them touch, touch. Give me that thing that I love. Put your hands up, make them touch, touch. Hallihallo und ein herzliches Willkommen, mein Lieben, zu Randall's Monday. So, gucken wir mal, was wir im Inventar haben. Mist, Mist. Noch mehr Mist. Mist. Ja, mein Schwamm. Das ist ja mal ein widerlicher Schwamm. Können wir das vielleicht als... Also er will eine Knarre. Ich muss ihn irgendwie bestechen oder so, wenn ich mit dem kleinen Erpresser ins Geschäft kommen will. Ich glaube, er hat was von einer neuen Knarre gesagt. Okay. Wir brauchen eine Knarre. Mir fällt eigentlich da nur die komische Knarre bei dem Kerl ein. Die hier. Ich hab kaum drücke ich den Aufnahmeknopf, fange ich an zu gehen. Vielleicht sollte ich mir Gedanken über meine Videos machen. Nein, ich will nicht. Oh. Mein Gott. Kaugummi. Das ist mein Kaugummi. Und nur meiner. Aua. Aua, jetzt haben wir angestoßen. Okay. Ein Schwamm. Was können wir mit dem Schwamm machen? Wir können den Schwamm mit Wasser füllen. Was aufwischen. Dann gucken wir doch mal, ob wir irgendwo... Randall's in die Wohnung. Kommen wir nicht? Ich glaube, beim Claytons hinten ist doch die Pfütze. Jetzt wüssten wir wenigstens, wozu die Pfütze gut wäre. Oh, warum? Oh, wieso? Also mir gefällt das Spiel, ich verstehe es nicht. So. Boah, das ist ein ekliges Geräusch. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich habe gerade voll die Gänsehaut. Uah. Okay. Das... Okay, können wir das in die... Das ist einfach nur dumm. Stopfen? Muss ich gar nicht. Das ist... Irgendwie... Lieber nicht. Lieber nicht. Lieber nicht. Lieber nicht. Ich überlege gerade, ob man das vielleicht irgendwie zusammenkleben kann. Das muss nicht geklebt. Und vielleicht daraus irgendwie eine Knarre basteln können. Das muss ich nicht machen. Was ist aber, wenn ich das machen will? Okay, ich brauche... Vielleicht da noch irgendwas drin? Kann mir das zwar nicht vorstellen, aber okay. Leere Flasche bringt uns ja auch nichts. Das haben wir auch schon alles. Ist mir scheißegal, was da draußen abgeht. Geht nicht auf. Geht nicht auf. Okay. Dann geht's halt nicht auf. Können wir die Musik nochmal wegnehmen? Mal mit dem Schwätzen. Der Typ weiß nicht mal, nach wem seine Klamotten. Okay. Jetzt haben wir ihm das Bahngeld ja schon mal geklaut. Gott. Schon Tränen in die Augen. Ich verstehe es nicht. Wieso? Warum? Warum nur? Ich kann mir nur vorstellen, dass wir wirklich mit dem Kleinen noch mal ein bisschen schwätzen müssen, bis der irgendwie so eine scheiß... seine Spielzeugknarre... Können wir... Ich überlege gerade, der hatte doch gesagt zumindest.
Ich muss ihn irgendwie... Okay, jetzt gucken wir mal. Können wir da hin? Das Ding will doch keiner haben. Kannst du mit Mutti reden? Ich will sie nicht nerven, die sieht beschäftigt aus. Außerdem ist sie eine alte Schlampe. Kaugummi? Er sagte, das will er nicht. Mann, der kleine Scheißer geht mir auf den Sack. Ja, frag mal mich. Partytröte? Warum? Vielleicht? Weil er ein Kind ist und Kinder machen sowas. Können wir die kenne ich nicht. Ich vermeide den Kontakt. Ja, vielleicht lernst du sie ja kennen. Vielleicht ist sie ja heiß. Also Titten hat sie zumindest. Mal gucken. Mein Liebesradio weilt wieder unter den Lebenden. Das ist... Ja. Ich glaube nicht, dass das jemand will. Ein kleines Kind bestehlen? Sowas mache ich nur am Wochenende. Ist nur ein Luftballon. Ich glaube, ich habe vor ungefähr 3 Wochen das Interesse an Ballons verloren. Ich bin jetzt erwachsen. Ich bin clean. Geil. Ich bin clean. Das wäre die erste Antwort gewesen. Pock machen. Das muss nicht geschraubt werden. Doch, aufschrauben. Pock machen. Pock. Ja, hauen die Warum? Feuerlöscher drin. Weil es eine Knarre ist. Gott, frag nicht so blöd. Aua. Sorry. Nee. Ich mach einfach alles mit Baseball-Schläge aus. Also mit dem kann man gar nichts machen. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Biegen, verbiegen. Ich glaube nicht. Muss ich. Wir haben Duct Tape, wir können alles machen. Wir haben Duct Tape, fucking Duct Tape. Wir können das sogar so umbappen, dass man gar nicht mehr sieht, was es eigentlich mal war. Die Macht des Duct Tapes. Ich bin voll am Rätseln. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ich zu tun habe. Meine Lieben, ich mach's anders. Ich mache jetzt hier eine kleine Aufnahmepause. Ich überlege jetzt mal, was wir machen können. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Hoffentlich ohne dem scheiß Gegene. Weil ich nicht weiß, wieso. Ich habe, glaube ich, eine Allergie gegens Aufnehmen entwickelt. Ich darf nicht mehr weiter aufnehmen. Ich glaube, festgestellt, es geht einfach nicht. Bis vielleicht zum nächsten Mal, meine Lieben. Ciao.